Salut! Aujourd'hui, il s'agit de la série Lupin. J'espère que je ne parle pas de merde pour le moment. J'espère! Mit dem Diebstahl eines wertvollen Colliers will Hassan eine schmerzliche alte Rechnung und eine Schuld begleichen. Doch der Coup nimmt eine unerwartete Wendung. Das ist der Plot der Serie Lupin. Hallo ihr Lieben, heute geht es um den ersten Teil der ersten Staffel der Serie Lupin. Hauptdarsteller hier ist Omar Sy. Ich hoffe, das ist Sy oder Sy. Ich sag mal Sy, okay? Wenn es falsch ist, okay. Also Hauptdarsteller ist Omar Sy. Wir kennen ihn spätestens alle seit der tollen Dramedy Ziemlich beste Freunde, ja, die ich auch super fand. Also den Film, den fand ich super. Und ja, ich könnte euch jetzt die französischen Nebendarsteller nennen, aber ich glaube, den meisten werden die nichts sagen. Omar Sy, den verschlägt es gelegentlich auch für kleine Nebenrollen nach Hollywood. Ja, hat mitgespielt in X-Men, Zukunft des Vergangenheit. Super Film. Und auch in Jurassic World 1. Aber im Großen und Ganzen bleibt er den französischen Kinofilmen und Serien treu. Ja? Also die meisten Produktionen macht er immer noch in Frankreich, für Frankreich, beziehungsweise für Europa überwiegend. Regisseur der ersten drei von fünf Episoden ist auch ein Bekannter. Louis Leterrier. So heißt er, Louis Leterrier. Er war Regisseur in der Vergangenheit von dem Film Hulk. Er war auch Regisseur der Serie Der dunkle Kristall, Ära des Widerstands, die ich sehr toll und sehr fantasievoll fand. Also hat mir sehr gut gefallen. Läuft auch auf Netflix, leider nach der ersten Staffel abgesetzt. Er war auch Regisseur von Unleashed, Die Unfassbaren 1, The Transporter 2 und einen habe ich vergessen, Moment. Ja, Der Spion und sein Bruder. Der erste Roman, der Romanfigur Arsène Lupin kam 1905 raus. Und diese Figur ist super beliebt in Frankreich. Also wirklich sehr. Es ist ein Gentleman-Meister. Der erste Teil der ersten Staffel beinhaltet 5 Folgen, circa eine Dreiviertelstunde, ja? Und ich habe gelesen, der zweite Teil mit weiteren 5 Folgen ist schon abgedreht. Die sind gerade in der Postproduktion. Yeah! Positivster Punkt, Omar Sy. Omar Sy, das ist ein sympathischer Typ. Also der wirkt sympathisch. Das sind immer so Schauspieler, wo ich hoffe, die sind im Privatleben auch so locker und cool drauf. Ja. Also er mit ihm tatsächlich steht und fällt die Serie. Manche Coups sind hier ziemlich smart umgesetzt, muss ich schon sagen. Und die werden mit einer Leichtigkeit dargestellt, dass es einfach Spaß macht zuzuschauen. Die Serie ist nicht nur durchweg heiter. Also es gibt heitere Momente und es gibt tatsächlich sehr, sehr dramatische Momente. Fand ich persönlich sehr gut. Bringt Abwechslung rein und ja gut. Wenn man ein Dieb ist, hat man mit dem Gesetz zu tun und ist im Prinzip kriminell, egal wie gut die Absichten sind. Und da eine rein heitere Serie zu machen, hätte wahrscheinlich auch funktioniert, aber so gefällt es mir besser, mit ein bisschen Drama drin. Optisch sieht das Ganze auch ganz gut aus. Ist eine französische Produktion, also wir können jetzt keine Hollywood-Produktion mit so und so viel Millionen Dollar Budget erwarten. Der Soundtrack ist auch stark und die ganze Aufmachung hat mir ganz gut gefallen. Wie gesagt, die Nebendarsteller werden euch jetzt den meisten nichts sagen, außer man ist wirklich sehr drin im französischen Filmbusiness. Ich muss aber sagen, die machen alle ihren Job ganz gut. Da fällt niemand negativ auf, muss ich schon sagen. Jetzt nichts außergewöhnlich Gutes, aber auch nichts Negatives. Die liefern hier ab und machen ihren Job. Hassan, die Figur gespielt von Omar Sy, die wirkt immer super, super selbstsicher, während er seine kleinen Coups macht. Ja? Es funktioniert aber nicht immer alles. Das ist für mich ein positiver Punkt, weil man noch überrascht wird. Ja? Wenn ihr bedenkt, dass eine Figur super selbstsicher ist und jeder Coup sofort gelingt, ja? jeder einzelne Punkt dabei,
das nimmt so ein bisschen die Spannung raus. Und das ist hier eben nicht gegeben. Ja, fand ich ganz gut. Ich muss sagen, manche Coups, egal wie selbstsicher Asan wirkt, die gelingen meiner Meinung nach auch ab und zu nur per Zufall. Ja, weil man kann nicht irgendwie beeinflussen, in welche Richtung ein Mülleimer fällt, wirklich. Vor allem ein runder Mülleimer, der kann sich auch mal, der kann auch mal ein bisschen rollen, wenn er landet. Und ist nur ein Beispiel, ein kleines Beispiel. Aber manche Situationen, da hat man automatisch das Gefühl, oh, okay, das hätte auch ganz anders ausgehen können. Dann passiert, ich glaube in Folge 4, ein grober Schnitzer. Also, Asan ist ja ein smarter Typ und clever und plant gern im Voraus, kann aber auch improvisieren. Aber im Jahre 2020 etwas sehr, sehr Wichtiges einem Fernsehsender zu geben, anstatt es selbst zu posten über Social Media, das hat nicht so ganz reingepasst. Das war schon sehr, sehr dumm. Ja? Gut, den Kontext erkläre ich euch jetzt nicht, das solltet ihr euch selbst anschauen. Aber ist ein Riesenschnitzer meiner Meinung nach. Und das passt nicht ganz zur cleveren Figur Asan. Aus all diesen Gründen bekommt der erste Teil der ersten Staffel von Lupin von mir die Note 2-. So ihr Lieben, Lupin, erste Hälfte, erste Staffel, läuft auf Netflix, weil Netflix-Produktion. Mir hat sie ganz gut gefallen, ich fand sie unterhaltsam, hat Spaß gemacht zuzugucken und ich möchte gerne wissen, wie es weitergeht. Von daher, schaut es euch an, wenn ihr auf Krimis, clevere Krimis steht und viel Spaß damit. Und wenn ihr mögt, abonniert, liked, teilt und habt einen wunderschönen Tag. Bis bald, ihr Lieben.